Sie möchte, dass wir bald zu Rewe einkaufen können, dass ich einen Burger kaufen kann. Bei Rewe? Ist sie widerlich? Wir haben hier nur einen Rewe in der Nähe, also. Also, wir könnten auch bei Lidl einkaufen, aber das bringt nichts. Guck mal, Mel. Wenn du jetzt hier von der Seite guckst, da müssen wir dann noch ein bisschen tiefer machen. Das Fundament. Weil das siehst du, dass jetzt hier ein bisschen schwebt. Da kannst du es noch eins drunter setzen. Ja, aber erstmal muss ich. Ja, wie gesagt, ne? Das ist dann später. Erstmal muss ich die Grundfläche und dann wäre ich ja eh nochmal. Oh, guck mal, wir haben Glühwürmchen im Haus. Wir haben Haustiere. Hat mal jemand Lust, ein Bett zu bauen und sich da niederzulegen? Naja, oder ins andere Haus und da ins Bett. Oder ins andere Haus und da ins Bett, aber. Und hier haben wir Glühwürmchen unterm Haus. Das sind dann Unterhaustiere? Nee, ich mach mal ein Bettchen. Mama, Bettchen. Kann man das später noch umstellen? Ja, ne? Ja. Gut. Da. Dirk, arbeite schneller. Ich muss warten, bis die Ausdauer regeneriert ist. Verdammt. Da machst du kurz eine Pause und dann steht die ja wieder mit dem. Ich stehe nicht, ich liege im Bett. So. Noch schlimmer. Arbeite schneller, während ich im Bett liege. Ich sorg dafür, dass die Zeit vergeht. Klingt komisch, ist aber so. Dem Morgengraut. Schön ist, wir könnten also hinten den ganzen halben Berg abtragen. Warte mal, sind wir in der Nähe? So. So. Der Absteiger. Oh, sie will reden. Wer will reden? Na, sie. Das schleift, hier sind immer noch keine neuen Steine. Wenn ich bessere Pickaxe hätte, wird es schneller gehen. Mach dir doch eine bessere. Hallo? Dann können wir keine bessere bauen. Ich möchte, dass jede einzelne von unseren Freunden ein eigenes Haus bekommt. Ein eigenes Haus? Dann bau doch. Und ich möchte einen Magierturm haben, der den anderen großen Turm da hinten bei weitem überragt. Die Jägerin fragt gerade, ob du das Zeug dazu hast. Dirk, Steine. Da fehlt nicht mehr viel, dann ist das Fundament fertig. Brauchst du die eigentlich neu oder holst du dir von drüben, Steffen? Den? Hm? Was? Den Kohlemeiler holst du, hast du den neu gebaut oder von drüben geholt? Nee, von drüben. Achso. Wir machen nur ein Haus. Der Rest ist nur zum Teleportieren. Macht ja keinen Sinn. Wird das Haus so groß werden? Nein. Doch. Ich habe Steffen gefragt und er hat gesagt ja. Okay, alles klar. Ich hab gesagt größer. 223 Steine. Sieh und staune. Und verbrauch es innerhalb von wenigen Sekunden. Na, wobei, ich brauche mehr. Wir brauchen ja noch Wände und so. Dirk, Steine. Die Wände muss kommen. Hoch die Wände. Ach, hier fliegt schon wieder so eine eklige Obstfliege rum. Dagegen hilft kein Obst zu Hause zu haben. Das Obst liegt im Kühlschrank. Das riechen die. Deswegen esse ich kein Obst. Wobei, stimmt gar nicht, meine Mandarinchen liegen. Wenn du das Obst zum Beispiel durch Hackfleisch ersetzt, dann hast du garantiert keine Obstfliegen raus. Kacke. Lerne vom Besten.
Wenn du Salat vorher durch ein Gulasch austauschst, schmeckt es auch besser. Durch eins Gulasch? Baust du dann irgendwie noch Rampen oder Treppen an der Seite? Oder ist das so, dass wir nur von einer Seite reinkommen ins Haus? Da, wo Türen hinkommen, kommen auch Treppen hin. Ach so. Da, wo keine Türen hinkommen, kommen auch keine Treppen hin. Das ist eine ganz krasse Theorie. Also. Boah. Aber gewagte These. Sieben. Nice. Ungerade Zahl. Perfekt. Morgen darf ich wieder Pinguine sehen. Ich hoffe, dass sie rausraumen. Rausraumen? Rauskommen. Er hofft, dass sie rauskommen. Warte mal, hat meine Tochter nicht gesagt, dass sie krank sind im Moment? Oh, ich weiß gar nicht. Und morgen gehen wir ins Pinguin-Schwimmbad. Ins Spreewildenbad. In Lübbenau. Lübbenau. Ich wäre ja schon froh, wenn man endlich mal wieder bei uns ins Schwimmbad gehen könnte. Ja gut, nach Lübbenau ist halt weite Fahrt, ne? Wir haben eine eigene Schwimmhalle eigentlich hier, aber das Problem ist, seit letztem Jahr bauen die da dran. Und seitdem hat die auch nicht mehr offen und erst jetzt steht dran, dass die wohl voraussichtlich im April wieder aufmachen. Davor war nur Schwimmhalle geschlossen. Steine. Ich brauche Steine. Ja, Geduld. Der ganze Felsen ist hier schon weg. Und ich möchte jetzt mal eine ganz gewagte Theorie aufstellen. Wenn du auch mit der Pickaxe hier arbeiten würdest. Nein. Würdest du wahrscheinlich, also eine ganz gewagte Theorie. Abgelehnt. So eine wilden Theorien unterstütze ich nicht. Du musst einfach weniger faul sein und mehr arbeiten. Boomer. Deine Generation ist es doch, die sich über jüngere Leute aufregt, dass die nicht arbeiten wollen und selber. Ja, weil die alle scheiße sind. Was ist die Boomer? Was ist die Definition davon? Wann du geboren bist. Ich weiß das ja aber auch nicht, die Zeitspanne. Das wäre jetzt mal eine Frage. Was bedeutet Boomer? Bin ich Boomer oder bin ich kein Boomer? Ich hab vergessen. Also ich weiß, wir gehören zu den Millennials. Millennials. Na gut. Alter, werde ich wahrscheinlich zum Boomer gehören. Ich finde es schön, dass wir hier jetzt so einen Grenzstein in unserem Haus eingebettet haben. Was ist der Grenzstein? Du meinst die Flamme oder was? Nein. Hier außen. Achso, du arbeitest ja. Oder tust zumindest so. Hier am Weg ist doch so ein Stein. Ja, den muss ich ja sowieso noch abbauen, weil wir das Material brauchen. Nein, komm mal her, dann zeige ich dir, was ich meine. Ich meine nicht den Felsen. Warte, ich baue kurz, bis ich keine Ausdauer mehr habe und dann kannst du mir das gerne zeigen. Ich zeig's dir, Junge. Ich muss meine Ausdauer nutzen. Jetzt ist die Tyrannen wieder böse. Mach das.
Wie lange hält denn dein Töchterlein noch aus? Sonst machen wir eine kurze Pause mal zwischendurch, dass du mit ihr einkaufen fahren kannst. Wir haben so viel zu essen im Kühlschrank. Ja, aber sie will unbedingt jetzt unbedingt einen Burger will, weißt du? Ganz davon abgesehen, dass ich. Also dann müsste sie ja wahrscheinlich einen Fettburger nehmen, oder müsste sich. Ja, deswegen ja Burger Patties kaufen und Burger selbst bauen, keine Ahnung. Selbst bauen. Rennt geht zum selbstgebauten Burger. Achso, mit Grenzstein? Was für ein Grenzstein willst du? Warte, ich komme. Ja, da. Ja, hier, da ist so ein kleines Steinchen, genau. Den hast du nicht abgebaut. Kann man den abbauen? Kannst du abbauen? Mit E kannst du ihn abbauen. Echt? Den hätte ich auch abbauen können? Na gut. Ja, ist abbauen. Jetzt ist er eingebettet. Gleich nicht mehr. Also kannst du dir auch noch vorstellen, den abbauen. Ja, dann mach's doch. Nee, warum? Ich hab den nicht da reingebaut. Ich hab nicht den nicht da reingebaut. So, soll ich diesen Klumpen, der hier neben uns in unserem Haus ist, auch noch abbauen oder soll der bleiben? Frag Steffen. Jetzt fragst du mich was. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Der Klumpen hier. Der Klumpen hier weg oder nicht? Warte. Wo denn? Da, wo ich draufstehe. Nö. Lassen, er ja? Er mag den. Er will den ist Klumpen gut so. Da haben. Der ist gut so. Gut. Das ist ein cooler Klumpen. Ein cooler Klumpen. Ein cooler Klumpen. Klumpen McCoolman. Wir nennen ihn Wumpo Klumpo. Nein, Klumpo, genau. Aber dann gehe ich woanders hin und mach woanders. Wollen wir links und rechts auch Türen haben? Ja, würde ich sagen. Ey, ich sehe einen Ewok. Wir haben Ewok. Oh, und einen Wolf. Kann dich doch nicht so erschrecken, du scheiß Wolf. Was ist falsch mit dir? Gott. Wieso bin ich denn gerade Stufe auf Stieg 10? Ich war doch vorher schon 10, oder nicht? Ich bin jetzt 11. Ich mach mal kurz den Ewok hier weg. Ewok, hallo. Ewok, hallo. Komm her. Komm her, Ewok. Komm her, kleine Kuscheltier. Komm her. Hier, nimm diesen in den Gesicht. So. Ewok hat ein Gesicht gekriegt. Hase? Ist das so genehmigt? Ja. Jo. Ist das so genehmigt? Ich vermute mal, wir stellen das noch um, ne? Ich möchte bitte in dem Haus an jeder Ecke, an jedem, an jeder Ecke einen kleinen Turm haben. Vergiss es, bau dir selber einen Turm. Wir hatten das Spiel schon. Du kriegst keinen Turm. Pfui. Mit so einem Gang und mit so einem Palisaden. Also, wie heißen die noch gleich? Keine Ahnung, was du meinst. Na, hier, was auf so Mauern drauf ist oben. Zinnen? Zinnen! Mein Gott, lag mir auf der Zunge, verdammt Axt. Er ist ja voll von Zinnen. Mit zum Thema Alterssenilität. Senilität. Senilität. Oh. Senilität. Den Spaß jetzt hier umlagern können wir jetzt gerade spontan nicht, wa? Ja, indem du die Küste leerst und dann umsiedelst. Weil ich überlege gerade, ob wir Treppe direkt hinter dem Flammenaltar machen. Ich sag mal so, ich siedle diese Kisten jetzt nicht um. Ihr könnt das ja gerne machen. Er möchte diese Küche nicht kaufen. Ich habe das jetzt gerade schon umgesiedelt. Also wenn es dich nicht stört, dass wir an die Kisten von hinten ran müssen? Wow. Und teilweise gar nicht mehr rankommen. Wegen dem Bett oder wie? Ja, auch. Ich muss mal kurz ins. Und die Tante will mit mir reden. Was erzählst du? Tierpferde halten. Tierpferde? Tierfell. Wie Lokusblüte. Lokusblüte? Ich muss mal kurz meine Erholung upgraden. Kann man noch genug Schutt? Ernsthaft.
Was ist mein Ausgeruhstatus? Ne, warte mal. Steine. Das geht gar nicht, weil hier. Gerade wieder neu gebaut, stelle fest, Steine. Aha. Aber es waren noch ein paar Steine da. Ja, ich habe gerade neue Blöcke gebaut. Und jetzt ist wieder Steine. Das ist ein großes Haus. Das braucht viele Steine. Habt ihr denn schon die ganzen den Tisch und so weiter aufgebaut? Mhm. Guck mal hinter der Kistenwand. Mit dem Schreiben kann man ja schon die besseren Kisten bauen. Ich dachte, da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Ich brauche Steine dafür. Dirk, Steine! Hey. Ganz schwierige Situation. Denk dran, alles, was du irgendwie abbaust im Baubereich, taucht nicht, wird nicht wieder hergestellt. Alles außerhalb des Baubereiches wird wieder hergestellt. Ja, deswegen bin ich extra rausgegangen. Ja. Ich hätte jetzt sonst erstmal Steine in die Kiste gelegt, Hase. Ja, kann ich auch selber schnell abbauen. Geht ja schnell die 50. Okay. Dann kann ich für dich auch noch schnell ein paar Steine abbauen. Ich lege auch 50 Steine rein. Aber das Gute ist, dann können wir direkt die neuen Kisten so bauen, dass es schön ist. Ja, dann können wir die kleinen Kisten, die großen Kisten umlagern. Da haben wir schon wieder neue Kisten. Okay. Alles zum klar. Beispiel ja, auch nach oben oder so dann. Ich ziehe hinten schon mal eine Reihe Wände, glaube ich. Ja, der Schreiner kann halt schon die mittelgroßen Kisten bauen. Ah, okay. Dann mache ich jetzt aber erstmal den Brennofen. Ich nicht. Dirk, Steine. Ihr habt doch gerade 50 Steine abgeliefert gehabt. Steine. Mehr Steine. Noch mehr Steine. Immer mehr Steine. Wir haben ja kein mehr. Ich kann keine mehr Steine mitbringen. Und genau das ist das Problem deiner Einstellung. Mit der Einstellung kriegst du keine Einstellung. Gebrannte Zwiebel, Lehm, Klumpen, Holzscheite. Haben gebrannte wir Zwiebel? Zwiebel. Die war eine gute Zwiebel. Nicht eine gute Katze. Wofür brauchst du denn gebrannte Zwiebel jetzt? Ja, für allerlei Zeug. Achso. Leipziger allerlei Zeugs. Wir haben mehr als genug Holz und Lehm haben wir, glaube ich, auch mittlerweile. Ja, ja, Lehm hatten. Vor 100 Stück hatten wir, glaube ich, an dem. Wollen wir einen Balkon bauen? Dann darfst du noch runterwinken oder was wie. Ja. Finde ich gut, werde ich machen. Dirk, Stein. Ach, das schleift. Wir haben im Moment nicht so eine hohe Komfort, wie wir vorher hatten. Also irgendwas fehlt noch. Ein Dach vielleicht. Aber nur vielleicht. Ich bin gerade nicht ausgeruht genug. Ja, Wärme fehlt. Aber wir haben 17 Minuten ausgeruht. Jetzt hab dich mal nicht so. Okay, dann hat sich was verändert seit kurzem, weil ich habe 9 Minuten. Ja, hier hinten haben wir jetzt so gesehen Dach. Wenn du dich hier so hinsetzt, hast du 17 Minuten. Okay. Holzbretter. Betten. Ja.
Weil, wie lange wollen wir denn jetzt heute noch machen eigentlich? Ja, es ist quasi bis Open End. Ich meine, heute ist so gesehen Freitag für uns. Achso. Wobei, na, ganz bis Open End ist nicht. Wir wollten noch Chips und Alkohol. Also ich muss nämlich nachher auch noch einkaufen. Also. Was? Ach ja, weil ihr morgen nicht könnt, wa? Da geht man natürlich genau. Panisch auf den letzten Tag. Aber eigentlich könnten wir morgen in Lübbenau einkaufen. Warum wollen wir jetzt einkaufen? Ja. Nee, aber. Ja. Das heißt. Also das ist eine Sache, ein Wort, wenn du ausmachen musst. Ich müsste spätestens 15 Minuten irgendwann mal Grenze machen. Naja, dann ist halt heute mal nur kurz, ist doch okay. Heute mal nur kurz, waren auch ziemlich 2 Stunden. Dann wäre dann die Frage, ob ich dann nachher nochmal, wenn ich wieder da bin, mich nochmal melde? Nochmal weitermachen oder nicht? Nee, würde ich nicht sagen, weil, wie gesagt, wir wollten heute noch Chips und Alkohol. Chips und Alkohol. Und entweder Film oder die Nachbarn mit guter Musik belästigen, die wir selber singen. Gott. Zum Glück bin ich nicht da. Ja, das denkst du dann, dass der zu dir spricht, wenn du uns singen hörst, Junge. Uff. Steine? Steine? Hier riecht sie schon mal guckt. Steine, 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 Steine! Dirk. Warte. Ja. Schutt. Steine sind da, Schutt ist alle. Wenn du keinen Schutt brauchst, ist alles gut. Ich glaube, das müssen wir erst holen für den Schreiner. Ja. Kacke. Das war falsch. Nee, das war ja gut, falsch. Dann müsste ich... Ich gehe noch ein bisschen Schutt bauen, ja? Ah, okay, für den Schreiner müssen wir gar nicht so weit weg. 500 Meter von hier gerade mal. Okay. Soll ich das mal eben holen? Ja, rennen Tigern wieder alle hin, oder? Mach's mal gleich nochmal. Was? Nein, du baust Steine, ich baue Haus. Nein! Sei nicht so faul. Mach das. Weil sonst kann ich die besseren Kisten nicht bauen. Ja, komm, dann lass uns schnell den vom Schreiner das Zeug holen. Warte, lass mich hier noch erst schnell verbauen. Als letzte Amtshandlung. Okay, reicht nicht mehr. Wo müssen wir hin? Nach Norden. Norden. Mit schneller. Tschüss, Dirk. Und irgendwie da hoch wahrscheinlich. Da hoch? Ja. Na, wetten, dass es nur der erste Schritt ist und du nachher noch ein paar Meter laufen musst? Also ich würde über rechts gehen. Ja, er würde über rechts gehen. Ich würde nicht mal über rot gehen, wenn was auf der Straße fährt. Wölfe! Bienen! Bienen! Oh nein! So, dann noch schnell holen. Und dann... Ah. Ha. Nicht genug Ausdauer. Kelvins Ruhe. Okay. Ah, Evox. Machen wir die? Wir haben keine Zeit dafür. Keine Zeit dafür. Tschüss, Dirk. Keine Zeit für Evox. Können später noch looten. Naja, killen. Wenn sie uns schon vor die Flinte laufen. Ich wollte gerade sagen, der läuft uns sonst hinterher. Wie so ein Streuner. Keine Zeit zum Leveln und Looten. Auch ungewöhnlich, das von dir zu hören. Genau. Was? Auch ungewöhnlich, das von dir zu hören. Finde ich jetzt nicht, aber ist okay. Keine Zeit zum Leveln und Looten? Ist jetzt... Du hörst auf, hier zu zaubern, Junge! Bienen!
Da ist noch ein Zauderer. Das ist ein Zauderer, Harry. Einmal okay, durch die Weltgeschichte geklappt. Nicht runter, glaube ich. Oh. Hier geht's nicht hoch. Wow. Hier vielleicht eher hoch? Nee, auch nicht. Ich ja, super Telefon. Bei. Was hast du nicht bei? Meine Bomben. Ich hab Bomben. Keine Bomben, oh mein Gott. Muss Doppeljump machen. Wow! Ich guck mal hier oben. Na gut, aber jetzt hier ist aber auch nicht so viel drin. Aber wo müssen wir denn hin? Wo rennen wir denn eigentlich hin? Na, Richtung Norden jetzt wieder. Immer nach oben, Richtung Norden. Nach Ach, oben Tischsäge ist es einfach für den. Nicht. Okay, eine Tischsäge brauchen wir. Genau. Gehen wir jetzt wieder runter oder wird? Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Aua. Oh fuck. Oh fuck. Gott. Oh fuck. Nee, nee. Ja. Ich bin runter. Hier sterben Tiere. Sind hier gerade Tiere gestorben? Warum nicht? Oh, Schweine! Tschüss, Dirk! Schweine auch damit! Hi, Dirk! Na, wo seid ihr denn jetzt? Ach, da bist du. Hier geht's tief. Aber wir müssen hier, glaube ich, raus erstmal. Das Haus. Open up, Police! M? Und M? Oh, da mach ich Achtung. Dazu. Hunde? Oh, Achtung, Fallen. Au, 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 au. Das sehen wir aber gar nicht gern. Oh. Kann ich die irgendwie... Ja. Au, Alter, der durchbricht meine... Oh, ich bin tot. Das ist nicht so gut. Hält ihn doch. Doch, mach den erst fertig. Mach den tot. Huch. Huch. Ah, schade, dass man nicht spectaten kann. Hallo. Zwei! Nee, komm, bitte nicht. Was soll denn das? Ich will den Weg nicht laufen, wenn ich nicht muss. Au, 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 au. Dirk, erinnerst du dich? Ich hatte dir einen Heiltrank gegeben. Au! Mir geht's nicht so gut. Ist das stark? Ich muss Wir sind hinter dir. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin auch hinter mir. Aber ich habe nichts dabei zum Heilen. Ich hatte dir Heiltränke, glaube ich, gegeben ein. Ja, habe ich doch abgelegt schon lange. Ja, das Thema habe ich doch schon lange abgelegt. Selber schuld. Ja, ich komme, sobald ich kann. Wartet kurz. Gib mir ein Sekündchen. Ich sneake hier vorbei. Sie sehen mich nicht. Er kommt, sobald er kann. Schießt jemand auf mich. Ja. Aha, sneaky oder was? Hä? Ein Heilleben hier als Steffen? Als mich? Ja, der hat ja da noch nicht gelebt. Stehen bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kollegen, die alle, ob die jetzt wieder voll respawn sind oder nicht. Ich hätte aber auch noch ein paar Bandagen bei. Heilen die gut genug oder eher nicht so? Da sind Hunde drin. Ja, dann machen wir die erstmal tot. Die sind nicht das Problem. Ich mache hier mal die Tür zu, ja? Idealerweise machen wir erstmal alle nervigen weg.